Theresa Heuer! Hallo! Ja, lustige Haut drauf Gedichte. tatsächlich, der erste Text ist ziemlich neu und ich bin auch ziemlich aufgeregt, denn ich sehe euch zwar gar nicht, aber ich weiß, dass ihr viele seid und ich bin wenig. Stimmt ja, so, ich bin ja nicht so groß. Ist auch immer erniedrigend für das Mikrofon, wenn ich auftrete. Naja, der erste Text ist für alle kleinen Menschen geschrieben, aus diesem Sinne. Und auch für meinen Vater ein bisschen. Und er geht so. Und er ist nicht lustig, also bitte nicht. Also ja, ihr könnt schon lachen, aber es wäre so ein bisschen Tourette-mäßig. Ich sollte wirklich anfangen, lustige Texte zu schreiben. Ich weiß auch nicht. Naja. Am Abgrund, wo die Löwentore Wolken schlucken, da steht ein kleiner Mensch. Versucht beklemmt nicht mehr hinabzugucken, obwohl sein Blick stets in die Tiefe lenkt. Du fragst ihn, kleiner Mensch, was nun? Was willst du tun, wenn dich die Welt bedrängt? Steht dir das Wasser denn nicht schon in den Schuhen? Welche Schuhe? Entgegnet er dann schwer und seine Miene sinkt entsprechend mehr. Sag, kleiner Mensch, kamst du nicht von ganz dort unten? Hast du dir nicht in den ausweglosesten Minuten noch einen lichten Pfad erfunden? Ich weiß wohl schon, man hat hier auf dem Weg einen Großteil deiner Würde abgewunden, dass auf dem Pass hier hoch viel vor sich geht. Und du bist zu Recht nun müde, taub und arg zerschunden. Denn wenn die Zeit vergeht, ist man doch am Zenit noch Nylonfarben angebunden. Und das Horizontweltwellen tragen, ermattet kleine Beine sehr. Und viele Jahre später fällt es dir nun schwer, dich zu erinnern, dass die Luft dort unten dicker ist. Und die Lücken in den Wolken, die so schimmern, nennt man Licht. An den Rändern seiner eigenen Natur, da steht ein kleiner Mensch. Die Frage, ja, was mache ich nur, hat seine Schultern abgrundtief gesenkt. Er blickt apathisch vor sich hin und denkt, bin ich nur Ziffer oder Zahl, ein kleines Drehrad, ohne Wahl, die Mühlen umzukehren. Ein willkürliches Flackern der Atome, um am Ende doch nur auszugehen. Ja, wo ist denn dieses Leben? Wo ist denn dieser Sinn? Wo ist diese Traumeinkaufszentrale? Oh, dieses Smallland. Bitte, bitte, bitte bring mich hin. Kleiner Mensch, du hast zu lange dort gelebt, wo die Gerechtigkeit hinter unsichtbaren Mauern einfach so zerspringt und wo ein Chor aus Geistern dir das ist ja alles doch ganz gut Gebet vorsingt und es ist ja auch alles ganz gut soweit. Es ist ganz gut, bedeutet aber nicht Gerechtigkeit. Wo die Wolken Balken brechen, da singt aus dem oft immer noch der Geisterchor. Jetzt doch, bitte nicht zu widersprechen, nur ganz leise in dein Ohr. Andere kleine Menschen sind doch auch hier hochgestiegen, haben ein Leben lang wie du geschwiegen. Aber es geht ja auch gar nicht darum, loszuziehen mit Sturmgewehr oder Parolen. Es reicht schon selbst im Inneren zu lodern. Und hat man diesen letzten Funken Freiheit jetzt in dir erstickt, hast du damit, naja, die CDU in den Bundestag geschickt. Denn wo sich die Himmelsmühlen drehen, da streuen Sandkorn deiner Welt. Ein Stückchen Feuergarn, das dich am Leben hält in das Zahnzeitkettenrad. Ein Jotta Leben war noch nie etwas, das irgendwas verändert hat, doch das mindert nicht die Tat. Wo die Sternwarttore Universen brechen für ein Standgebet, da denkt ein kleiner Mensch, steht endlich auf und geht. Kleiner Mensch, dir bleibt zu tun, von was die Wolkenbände sprechen, wo nur die Nordlichter kurz bleiben, um zu ruhen, von was die Kerzen schweigen, wenn sie brennen und nur Kometen noch beim Namen nennen, was du schon immer dachtest, ohne vorzubringen und was doch alle Moleküle komponieren, wenn sie schwingen.
kleine Menschen müssen große Dinge schaffen. Und ich sag dir, kleiner Mensch, wenn du dich hier jetzt nicht dagegen wehrst, werden sie es mit Millionen anderen ganz genauso machen. Vielen Dank. Ja, nach 5 Minuten wird einem der Mund immer so ein bisschen trocken. Weitere 5 Minuten. Wollt ihr noch einen Text hören? Gut. Das war so eine Herzensangelegenheit. Jetzt kommt noch eine Herzensangelegenheit. Und die heißt tatsächlich das Herzmeere. Und das heißt so viel wie eine Herzgeschichte. Mein Herz, Gesundheit, ist eine kleine Hure. Und bringt mich in Verlegenheit bei jeder sich ergebenden Gelegenheit. Denn es ist in pulsprächtiger Polygamie schon ganz schön rumgekommen und wurde in Sachen Anatomie recht herzhaft durchgenommen, hat sich dabei viel mehr verloren als dazugehören. Und manchmal wünschte ich an und für sich, ich könnte sagen, ja du, das kümmert mich jetzt nicht, was du schon wieder mal für bitterböse Sorgen hast und was du ohne Weg und Fuß jetzt wohl ab morgen machst. Doch weil mir ständig irgendwas schmerzhaft ins Herz fasst, sind meine Herzhallenklappen nicht dichtungsaktiv. Schnappen Krokodilkiefer klein alles auf, was sich in ihre Richtung verlief. Ich hänge mein Herz an die Spitze des Fahnenmast, nur um zu sehen, wie viel Himmel zwischen zwei Herzschläge passt. Oben auf den Zinnen drapiere ich es richtig schön, doch binnen 2 Sekunden verliere ich es in den Böen. Und keine Luftpolsterfolien und Knautschzonen können es vor dem Aufschlag verschonen. Fürs an Nylonfäden leiden, zwischen Wolkenästen spazieren. Nur um es nicht in den nächstbesten Hochstromnetzen zu verlieren. Wenn es sich dann nachts wegstiehlt, aus der Hängematte im Milchstraßensternenfeld schielt, wo schon so viele Herzen verloren worden sind. Es sich trotz Herzschrittmacher zum Stolpern bringt, hängt es am nächsten Tag bis zum Anschlag aus meiner Brusttasche und biedert sich an als herzförmiger Dekoschwamm, an dem jeder mit zu viel Salz in den Augen seine Tränen trocknen kann. Und es dauert nicht lang, dann mache ich wieder Achterbahnfahrten in meinem Kardiogramm und hoffe ganz vergeblich, ich komme dabei dann auch mal irgendwo an. Denn schon seit der ersten Reanimation steht das Mikrofon meines Trommeltongrammophon unter Starkstrom. Und auf Destillation aller Sorgen einer um mich platzierten Person, weil ich meine Doppelherznaht schon im Ärmelaufschlag des nächstbesten Mannes trage. Und mit so ein bisschen Herzharakiri gepaart macht es dann Kamikaze-Kunst im Cardio-Quadrat. Und ist mein Rippenbogen auch erstmal gespannt, um Fantasieflügelpfeile abzuschießen, habe ich den Schlüssel gerade dann verlegt, wenn es darum geht, Herzkammern abzuschließen. Und so langsam hat es sich auch wirklich wundgeschlagen. Hat sich wie ein Stück Fleisch auf dem Serviertablett mit passendem Sezierbesteck in 1000 Gängen aufgetragen. Denn Weltweiten sind in Herzangelegenheiten selten behutsam. Und es gibt Zeiten, da wäre ich auch lieber gleichgültig, herzkalt und blutarm. Mein Herz ist eine kleine Hure und bringt mich in Verlegenheit bei jeder sich ergebenden Gelegenheit. Doch immerhin hat es dabei noch keinen Nachschlag verpasst, hat tatsächlich wortwörtlich recht herzlich gelacht, die besten Schläge weit ab vom Golfplatz verbracht, und das weiß ich genau. Denn bei Donnerblitzlichtgewitter macht es besonders heftig Radau nur so aus Empathie. Und meine Herztöne sind Tramper, die hängen sich einfach überall dran. Schaue ich euch mal alle so an, trägt hier schon jeder einen High-Five-hohen Herzschlag von mir auf der Hand. Herkömmliche Herzhallen sind vielleicht eher rippenrobust, haben einen integrierten Ventrikelverdichtungsverschluss gegen gefühlvoll vernichtenden Fokusverlust. Doch weil im Arterien, Ader, Amazonas, Erguss früher als später alles wieder zum Herz fließen muss, spült es auch immer ein bisschen Gefühl durchs Rippengemühl.
Und auch wenn ein der Gefühlsbausatzmensch oft ein bisschen verwirrt, ist es doch genau der Kontrast der Gefühle, wodurch die Herz-Terz zur Quart wird. Denn der Gegensatz von Liebe ist nicht Wut, der von Angst auch nicht Mut, der von Glaube nicht Atheismus, der von Darth Vader nicht Jesus Christus, der von Pazifismus nicht ständiger Streit, der von engstirnig nicht grenzenlos schläfenweit und das Gegenteil von Freude ist auch nicht Traurigkeit, denn die Verneinung aller Dinge ist Gleichgültigkeit. Vielen Dank. Hier Applaus, meine Damen und Herren, für Theresa Hall.